Servus Guys, euer Sweater ist back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen Leute, heute zu einem weiteren Video zum Interviewformat und heute sind die Jungs von All in FIFA zu Gast. Ja. Moin Moin, vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Grüß dich. Freut mich auf jeden Fall auch. Heute mal wieder ganz speziell mal mit zwei Leuten wieder vor der Kamera. Seid auf alle Fälle gespannt und ich würde erstmal mit den Standard anfangen. Ja, wer seid ihr so? Was macht ihr so auf YouTube? Jo. Ziele für die Zukunft etc. und woher kennt ihr meinen Kanal? Alles klar. Ich würde mal reinstarten. Also wir sind All in FIFA. Ich bin Claudio, er ist Sven. Nein, komm, den Witz bringen wir immer. Ich dachte mir, der ist jetzt auch noch witzig. Ich bin Sven, er ist Claudio. So wird ein hast du alle verwirrt. Schuh draus. Ja, das ist meine Taktik. Nee, in dem Fall, ja, wie sind wir zu YouTube gekommen? Das war eigentlich ziemlich einfach. Wir sind, glaube ich, 2-3 Jahre, haben alles verfolgt. So, und haben immer darüber gesprochen in der Freizeit, weil wir kennen uns jetzt auch schon des Längeren, ich glaube so locker über 10 Jahre, ja, und haben immer FIFA gezockt, so Turniere mit Kumpels, und dann haben wir immer drüber gequatscht, ey, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das gesehen, und ja, so kamst du ein bisschen darüber, und dann, ja, wurde der Name geboren, und dann war es eigentlich soweit, und wir haben gesagt, wir starten auch rein. Richtig, jetzt sind wir hier. Ziele haben wir eigentlich nicht so wirklich, außer dass es Spaß machen soll, das ist sehr wichtig. Genau, das sollte eigentlich gegeben sein. Ansonsten nehmen wir das alles, wie es kommt. Wir geben natürlich unser Bestes und versuchen, guten Content zu bieten. Und dein Kanal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, worum es in dem Video damals ging, aber ich weiß echt nicht mehr, wann das war. Das ist schon ziemlich lange her. Da hast du irgendwann mal gesagt, dass es diese Zeit zwischen zwei FIFA-Teilen irgendwie langweilig ist, weil FIFA-YouTuber immer Fußball-Challenges bringen. Ich weiß nicht mehr, wann das war, ja, aber ist schon eine Weile her, glaube ich. Oh Gott, es war im Sommerloch, glaube ich, Ja, ja, müsste so sein, ja. Bin mir ziemlich sicher. Ja, also bei mir war es, glaube ich, durch United. Ich weiß nicht, Claudio hatte dich dann vielleicht schon ein bisschen früher auf dem Schirm oder so, aber ich habe so bewusst über United dich auf jeden Fall wahrgenommen. Ich bin ja YouTube-Junkie, ich gucke ja alles. Okay. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit den Community-Fragen an, und da ist die erste Frage, die eigentlich auch oft gestellt wurde, ja, wie kamt ihr auf den Namen All in FIFA, hat der irgendeine gewisse Bedeutung für euch? Ja. Ja, wir gehen einfach immer aufs Ganze. Nee, eigentlich, ja, kam es dazu, wir haben Poker gespielt in der Freizeit, auch mit denselben Kumpels, mit denen wir FIFA gespielt haben eigentlich, und dachten uns, ja, was gibt's Kreatives so, und sind einfach auf All in gekommen. Ja, weil wir uns halt auch überlegt haben, was wir für Videos machen wollen, und dachten, naja, keine Ahnung, alles halt. Ja. Alles in FIFA, und genau, schon hatten wir den Namen. Genau, und weil es uns auch wichtig ist, dass wir halt, sagen wir es mal so, wenn wir was anpacken, ist es uns extrem wichtig, dass wir es wirklich zu 100% machen und nicht nur so, ja, im Vorbeigehen. Ja, uns ist das schon sehr, sehr wichtig und wir achten darauf. Deswegen passt der Name auch ganz gut, und dachten wir uns. Genau. Ja, zu der Einstellung passt der Name definitiv. Ja. Das ist es eigentlich schon. Ja. Euer Durchbruch ist ja eigentlich durch das Award-Video bekommen. So zumindest habe ich das damals wahrgenommen, da ja da sehr viele Leute auf euch aufmerksam geworden sind. Wie seid ihr genau auf diese Award-Show gekommen und auf die Art der Ausführung? Die war ja dann doch schon mit ein bisschen mehr Qualität, als man sich vielleicht vorgestellt hätte. Ja, das stimmt. Also, Dankeschön. Danke auf jeden Fall. Ja, Respekt. Ich weiß nicht, es war mal eine Schnapsidee, beziehungsweise haben wir uns eher gewundert, warum es das noch... Da hast du noch getrunken. Nee, das so weit ist es noch nicht her. Aber wir haben uns gewundert, ehrlich gesagt, eher, warum es das noch nicht gab. Ja, ja. Weil ja. Wir uns dachten, keine Ahnung, sowas muss halt irgendwie sein. Und dann dachten wir, gut, wenn es keiner gemacht hat, dann machen wir es. Und genau. Gedreht haben wir, es sieht, glaube ich, aufwendiger aus oder professioneller aus, als es war, weil wir haben das in meiner alten Kita gedreht. Ja, da war eine grüne Wand und die haben wir ausgekiet und dachten uns, ja, cool, machen wir. Nutzen wir einfach mal. Wir hatten übrigens auch keine Anzughosen an, sondern Jogginghosen drunter. Genau, und drei Punkt aus Leuchtturm. War halt auch wirklich schrecklich, weil wir hatten nur eine Leuchte und Claudio kam dann plötzlich mit so einem Wohnzimmerlicht an. War alles sehr, sehr schrecklich. Im Endeffekt haben wir es dann irgendwie hinbekommen. Ja. Ja, aber es ist wirklich schon eine Idee gewesen, die schon bevor wir YouTube gemacht haben, eigentlich in unserem Kopf geschwirrt ist. Und wir sind dann so ein bisschen reingerutscht in YouTube und haben dann am Anfang ja nicht so viel gemacht. Ja, und dann haben wir wirklich versucht, irgendwie auch jetzt Daily Content zu bringen, was wir relativ gut schaffen neben der Arbeit. Und dann kam es irgendwie dazu, okay, jetzt lass uns das machen. Die Idee endlich anfangen, und dann haben wir es einfach gemacht. Dass es so ein Erfolg war, ist natürlich nicht so vorherzusehen, ja, aber wir müssen natürlich sagen, da geben wir dir recht. Das war schon der erste Punkt, wo man uns ein bisschen auf der Karte hatte dann. Ist aber auch dem geschuldet, weil wir natürlich auch den Vorteil hatten, in ein sehr schönes Netzwerk zu kommen, ja, wo auch andere YouTuber mit dabei sind, die uns auch sozusagen unterstützen, unser Netzwerk. Ja. Die haben es natürlich ein bisschen
ja, die Möglichkeit gehabt, das ein bisschen zu spreaden. Ja, einfach dieses Netzwerk, was wir sonst nicht hatten, konnten wir uns ja nicht selbst, also wir hatten keine Nummern von irgendjemandem. Ja, und dann haben die uns so ein bisschen unterstützt und geholfen. Und da sind wir denen auf jeden Fall dankbar, weil ohne dem wäre es natürlich deutlich schwieriger gewesen. Ja, und ob das denn so viele gesehen hätten, weiß ich nicht. Würde ich erstmal anzweifeln. Ja, aber wir sind dankbar und über das Feedback auch dankbar. Und ja, dieses Jahr geht es ja weiter. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt. Ja, das war die nächste Frage von einem Tabak, Ah, ob es nice. dieses Jahr wieder eine gibt. Ja, gibt es definitiv. Wir sind gerade am Rumtaktieren und Rumarbeiten. Wie genau es aussehen wird, wissen wir noch nicht. Unser Ziel ist es, jedes Jahr besser zu machen. Aber was genau passiert, lasst euch überraschen. Genau. Würde ich auch so erstmal stehen lassen und unterschreiben. Ja. FIFA.PackReaction fragt, wie kam es zu eurer United-Teilnahme? Ja, Simon hat uns gefragt, also Gamer Brother, und wir Genau. haben wir uns zuerst gesagt, ja, dann machen wir natürlich mit. Genau, ja. Also, ja, genau. Also wenn wir es ein bisschen mehr ausführen, weil es geht ja auch darum, dass die Leute ein bisschen Ja. hinter den Kulissen hier schnuppern können bei dir. Also es war so gewesen, dass wir durch diese Awardshow auch die Möglichkeit hatten, dann bei der Gamescom in demselben Jahr die Teasies und Broski und halt auch noch andere Leute von unserem Netzwerk wie FGU und dergleichen so persönlich mal kennenzulernen, ja. Und ja, da haben wir den Pokal überreicht und sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, und darüber hinaus hat man sich dann wahrscheinlich irgendwie wahrgenommen, und dann hat uns Broski halt einfach angeschrieben und gefragt, ob wir Bock hätten. Genau, Ja. also das. War für uns natürlich auch erstmal sehr surreal, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, gerade 2000 Abonnenten oder so. Genau, also das. Ich weiß noch ganz genau, wie Claudio mich angerufen hat, völlig hysterisch. Also nur mal dazu, ja, Claudio ruft mich nie an. Ich bin immer der, der anruft. Weil Claudio halt, der hasst zu telefonieren, der schreibt immer gerne. Und wenn Claudio anruft, dann muss ich unbedingt rangehen, selbst wenn ich beim Papst zu Hause Ist sitze. immer Notfall. Und ja, dann brüllt er mir ins Ohr, ey, es ist, ja. Also wir haben uns wirklich gedacht, so ist 1. April, ja, muss man ganz klar sagen. Wir wollen es jetzt nicht zu hoch reden, aber es war ja für FIFA, YouTube, ist es halt einfach das größte Turnier, was es aktuell gibt. Und Ja, so ist es. wir waren die Broski, kleinsten YouTuber, also genau, von daher war es schon wir sehr haben da geil. halt einfach auch nicht in die Szenerie gepasst, ja. Also muss man auch ganz klar sagen, wir haben ja auch Nachrichten bekommen von vielen Leuten, warum, weshalb. Das war auch immer eine sehr, sehr gestellte Frage bei uns. Ja, wie es jetzt wirklich dazu kam, Broski meinte halt einfach in der Nachricht auch, er mag das, was wir an Content bringen. Und findet es sehr, sehr professionell umgesetzt und mag das und hätte Bock, wenn wir dabei sind. So, so kann man sagen. Und wenn man ehrlich ist, wir haben den Money Brother halt bezahlt. Also Claudio, ich weiß davon nichts. Dann hast du mich danach angerufen Genau. direkt. Ey, krass, hat Ja, ich habe ihn funktioniert. bezahlt, hat geklappt. Ja, cool. Genau. Nein, natürlich nicht. Ja, gut. Also das war eigentlich alles dazu. Ja, was glaubt ihr, war die am meisten gestellte Frage zu euch? Ja, warte mal, ich muss kurz überlegen. Also Ja, wenn ihr es nicht wisst, auch nicht schlimm, vielleicht ist ja schwierig. irgendwas, wie es ist, das so zwei zu machen oder sowas, oder irgendwie sowas in diese Richtung, oder Okay. irgendein Vergleich. Dann seid mal gespannt. Jo. Das wird dann wahrscheinlich auch die Frage des Titels sein, weil die wurde extrem oft gestellt, nämlich seid ihr nur durch andere hochgekommen und warum glaubt es eurer Meinung oder warum klappt es eurer Meinung nach nicht so gut, wenn ihr beispielsweise selbstständig ein Video quasi hochlädt, wo kein Partner mit dabei ist? Aber mittlerweile Das war klappt das sehr tatsächlich die am gut. meisten gestellte Frage. Okay. Also mittlerweile sind wir recht zufrieden, muss man ganz klar sagen. Also für die Abonnentenzahl, die wir haben, um das Letzte jetzt kurz aufzugreifen, um dann zu dem Anfang der Frage zu kommen, Sonst vergessen wir es wieder. sind wir sehr, sehr zufrieden mit den Klicks, die wir haben, und der Support wirklich von der Community ist unfassbar schön. Auch wenn wir Battles alleine machen, sind wir da extrem stolz auf die Klickzahlen, wenn es da überhaupt um die Klickzahlen geht. Es macht halt einfach Spaß, wir kriegen was zurück, und dann stimmen ja die Aufrufe auch noch im Verhältnis zu den Abos, und dann kann man doch zufrieden sein als YouTuber, ja, im Wesentlichen, und man hat eine coole Community. Um das jetzt mehr vorwegzunehmen, also wir sind zufrieden aktuell mit den Aufrufen. Genau. Man muss Ja. natürlich kein Hehl daraus machen, dass Videos immer Ja. mehr Reichweite generieren, wenn man mit größeren YouTubern die zusammen macht. Das ist klar, Genau. dass das auch hilfreich ist und Spaß macht. Genau. Das, denke ich, ist ja kein Geheimnis. Genau. Ja, und ansonsten zu der Anfangsfrage, also so. Die habe ich schon wieder vergessen. Glaubt ihr, dass wir nur Ach deswegen so. so groß geworden sind in kurzer Zeit? Ich sag mal so, nee, sicherlich ist es förderlich, wenn man mit größeren YouTubern was also aufnimmt, ist es klar, dass man seine Abos bekommt. Das ist klar, ja. Das ist erstmal ein Fakt, der dasteht. Nichtsdestotrotz
müssen wir ganz ehrlich sagen, dass wir erst so circa vor 2-3 Monaten angefangen haben, wirklich bewusst auch andere Partner, also andere YouTuber-Kollegen zu fragen, ob die mit uns Videos machen wollen. Davor war es so gewesen, haben wir halt das Format Packjack ins Leben gerufen, nach United. Und da kam der liebe Keller auf uns zu und wollte mit uns was aufnehmen. Das heißt, um es mal abzukürzen, es war meiner Meinung nach, ohne dass es jetzt dumm klingt, aber wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen. Für viele, viele Sachen, finde ich persönlich, und haben immer versucht, gut abzuliefern. Und dann kamen Leute auf uns zu, weil sie das Format cool fanden. So. Und ob das jetzt so wirklich dem entspricht, dass man dann halt wirklich nur auf Kosten anderer groß geworden ist, weiß ich nicht. Ja, kann sein, Glück hatten wir auf jeden Fall. Das würde ich nicht abstreiten. Alleine mit der Teilnahme bei United. Ja, das ist halt ein Glücksfall und da sind wir sehr, sehr dankbar für diese Chance. Nichtsdestotrotz reißen wir uns wirklich jede Woche den Arsch auf und ich denke mal, ohne dass das jetzt arrogant klingen soll, darauf bin ich stolz und ja, und ich denke, darüber können wir uns auch so verkaufen. So. Ich glaube, es ist halt zusammengefasst, gehört Glück dazu, genau. Und harte Arbeit, und wenn beides in einem glücklichen Verhältnis zusammenkommt, dann läuft es ganz gut. Du hast es super auf den Punkt gebracht, ich habe es ein bisschen länger ausgefasst, aber genau, so kann man es sagen, ja. Und ja, aber wir sind da jetzt auch nicht so völlig, oh nein, also wir gehen schon davon aus, dass viele so denken, ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, wie gesagt, also du hast ja jetzt auch durch deine YouTube-Videos mit bei United und so dergleichen auch deine Abos generiert mit den Titels und mit dem United-Format. Da haben mit Sicherheit Leute auch gefragt, so, okay, hat er vielleicht nur Abos gegaint wegen den bahnbrechenden United-Titeln, ja. Das sind ja im Endeffekt, ja. Als YouTuber hat man immer damit zu kämpfen, ja, aber ich würde einen kleinen Appell rausjagen wollen an auch die Leute, einfach mal so ein bisschen hinter die Fassade der Leute zu gucken, die halt wirklich sich hier jeden Tag hinsetzen und für euch Entertainment machen, ob es jetzt Meinungsblog ist, ob jetzt SBBs sind, ob es jetzt Battleship ist oder ob es nur ein Draft ist oder keine Ahnung was so. Die Leute setzen sich hier hin, weil es denen Spaß macht und ich finde dann halt schon, dass man das auch honorieren kann, so wieso immer negativ. Einfach gönnen. Genau, einfach gönnen. Ja, und wenn dann Glück dazu kommt, keine Ahnung, so, ich gönn's jedem. Jedem anderen auch. So, ja, jedem anderen auch. Ja. Und damit ist es eigentlich auch schon alles dazu gesagt. So, wir gönn's jedem anderen auch. Auch. Ja. Ja. Musa-FC Barca fragt: verstellt ihr euch sehr in euren Videos? Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nee. Nö, leider gar nicht. Ja. Also es gibt Tage, denke ich, da hat jeder von uns mal vielleicht ist ein bisschen platt oder hat ein bisschen schlechtere Laune. Und klar, wenn man dann auf Record drückt, dann reißt man sich ein bisschen mehr zusammen. Ja. Und absolut. Ja, macht ein bisschen mehr die Augen auf beispielsweise. Ja. Aber ja, das gehört ja dazu eigentlich. Genau, ja. Aber traurigerweise sind wir so, ja. Mhm. Genau. Also wir sind, ja, traurig. Man sieht es halt, glaube ich, auch immer ganz gut in den Streams. Wir sind auch saumäßig schlechte Schauspieler, ja, für die Leute, die SBBs gucken oder so. Wir sind echt nicht. Na, du erst recht. Ja, ist katastrophal. Ja. Aber manchmal ist es auch ganz gut so. Heute hat er mir zum Beispiel schon vormittags einen reingewirkt, wo wir eine Aufnahme hatten mit dem Schauspiel. Aber ja, so ist das halt. Nee, also würde ich absolut, jeder, der uns privat trifft, wird es auch, denke ich, bestätigen können. So. Da hätten wir auch keinen Bock drauf, weil wie Claudio am Anfang des Interviews auch schon gesagt hat, unsere Philosophie ist ja so ein bisschen, wir wollen halt Spaß haben. Das ist unser Mainpunkt und alles, was drumherum läuft, ist für uns schön, aber nicht das Wesentliche. Ja? Das Wesentliche ist, dass es uns Spaß macht, weil wir machen ja 24 Stunden auch noch in der Woche was anderes. Wir gehen beide noch arbeiten, 40 Stunden Woche, machen dann noch YouTube und uns dann noch hinzusetzen und dann zu sagen, okay, jetzt muss ich wieder Claudio YouTube sein und Sven YouTube sein. Das wäre mir zu anstrengend. Da habe ich einfach keinen Nerv für. So, und ich glaube, wir sind auch aus dem Alter raus, so dass wir sagen, so, nee, das bringt uns nichts. Ja. XA3RO fragt, seid ihr bei United dabei und was würdet ihr am Turnier verändern wollen persönlich? Ja, kannst du. Also, ob wir dabei sind, keine Ahnung. Und verändern, bin ich ganz ehrlich, da bin ich immer vorsichtig. Also, ich habe keine perfekte Idee, deswegen sage ich dazu nichts, weil ich nur was sagen kann, wenn ich eine wirklich gute Idee habe, bei der ich sagen würde, das würde richtig Sinn machen. Deswegen
keine Ahnung. Ich fand es bis jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ich weiß, dass es ja ein gewisses Grundmisstrauen gibt bei den Zuschauern. Das entzieht sich tatsächlich ein bisschen meiner Philosophie, muss ich zugeben. Es ist halt wieder dieser Punkt dieses negativen Herangehens. Genau, so. Also für mich ist dieses Turnier halt Entertainment und man kann den, klar, gut, jetzt letztes Mal was passiert und so, ne? Aber man kann den Leuten schon vertrauen, würde ich sagen, und sich das einfach geben und nicht immer versuchen, Fehler zu suchen dabei, und sondern einfach mal zurücklehnen und genießen das Ganze. Ja. Aber klar, wer super Veränderungsideen hat, kann das natürlich immer jedem mitteilen, also beziehungsweise Broski, der das Ding veranstaltet, und wenn da was dabei ist, dann wird er das mit Sicherheit auch umsetzen. Genau. Also so wie wir ihn kennengelernt haben, wird er das, denke ich auch, wenn es dieses Jahr, so wie es ja den Anschein macht, noch ein United gibt, wird er das auch machen. Ja. Und da hat er eigentlich angekündigt letztens, dass es noch eins geben wird im Sommer. Genau. Ja, wie gesagt, sind wir mal gespannt. Ja, wir hätten auf jeden Fall nichts dagegen. Simon, Grüße gehen raus. Nein, Spaß, aber ja, hätten wir Bock drauf. Ich so gehe schon mal zur Bank. Competition-mäßig. Du willst immer alle bezahlen, Alter. Wir haben gar kein Geld. Digga. Ja, stimmt. So, ich weiß nicht, du hast bestimmt irgendein so ein Konto in der Schweiz, wovon ich nichts weiß, Alter. Zwei Stück. Und ich muss immer Brot essen, ohne Butter. Toll. Oder passende Frage dazu von F.Jans. Ja, was habt ihr denn sonst noch so für Hobbys? Denn irgendwie muss sich das ganze United ja finanzieren, ne? Das United? YouTube, oder? Meinst du United? Nein, war ja gerade eben, okay, der Gag ist schlecht gekommen. Nee, wir sind einfach zu dumm. Ich hab's jetzt rückblickend verstanden, sorry. Ach so? Ja. Okay, ich frage. Ich meinte, ich habe Broski ja bezahlt und Geld. Okay, ist alles spät. Klar. Aber die Frage ist, was wir sonst noch so machen in der Freizeit, oder? Ja. Wunderbar. Ja, außer FIFA zocken. Vielleicht auch, was ihr sonst zockt. Zocken tatsächlich gar nichts. Ich weiß doch, dass wir letztes Jahr, als viele Spieler angekündigt wurden, gesagt haben, ey Digga, die holen wir uns alle, da wird durchgezockt ohne Ende. Ich habe nicht eine Sekunde von irgendwas gespielt. Ja. Zum Beispiel Days Gone, was jetzt gerade rauskam. Das wollten wir unbedingt zocken. Wir wollten Superman zocken. Daraus würde nichts, weil wir haben einfach wirklich um YouTube und Arbeit und allem drum und dran nur noch wenig, wenig Zeit, und dann geht Claudio trainieren, wo er mich jetzt mit angesteckt hat tatsächlich und mich da auch durchschleift immer. Mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwann einen dickeren Nacken als er, das hoffe ich natürlich nicht, aber nee, ich mache ansonsten noch Mucke, das ist aber schon jahrelang, viele von unserer Community wissen das auch schon. Ich habe das aber nie jetzt an eine große Glocke gehangen. Also ich habe jetzt auch eine Rap-Vergangenheit, mache das seit 2003. Möchte das. Warst du im VBT, glaube ich? Genau, ich war mal im VBT. War ich mal mit dabei. Genau, das waren so, sagen wir es mal, meine Anfänge. Danach gibt es noch ein paar so Sachen, wo man sich dann wieder als Künstler so ein bisschen anders präsentiert hat. Ja, aber genau. Vielleicht kommt noch mal irgendwas, aber ich will das jetzt erstmal, das ist halt kein Ding, was man so jetzt mit unserem Channel verbinden soll, weil das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. Ich will jetzt halt nicht All in FIFA dafür nutzen, um Mucke dann irgendwann eventuell noch mal was Geiles zu machen, ja. Wenn die Leute das hören oder so, falls ich mal wieder was mache, würde ich mich freuen, aber ansonsten soll das jetzt kein großes Ding sein, so. Aber das ist trotzdem was ich in der Freizeit immer noch gerne mache, und ja, und das war es eigentlich tendenziell dann auch schon gewesen. Ja, mein Hobby ist fast genauso cool. Ich mache Politik. Ist auch krass. Ja, sieht man auch in den Videos immer. Aber ansonsten muss man tatsächlich zugeben, wobei ich es auch echt nicht schlimm finde, aber so Hobby freizeitmäßig ist momentan eigentlich nicht so viel am Start, davon abgesehen. Aber man muss ja auch sagen, deswegen machen wir das ja, das ist ja ein Hobby. Genau. Also es nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, aber es macht ja Spaß. Genau. Also und wenn wir es mal schaffen, gehen wir halt irgendwie mal eine Pizza essen oder so ein Essen ist Hobby. Alkoholfreies Bierchen trinken oder sowas. Die harten Sachen halt. Genau. Nee, aber alkoholfreies Radler, noch heftig. Nee, es hat zu viel Kalorien, Digga, das geht nicht. Hat zu viel. Da ziehe ich eine Grenze dann auch. Ja. Nee, also, klingt jetzt wirklich, wenn ich mir das so vor Augen halte, echt nicht viel, aber ist leider so wirklich. Ja. Ja, ich habe mir auch noch mal drei Fragen aufgeschrieben, die mich noch mal interessieren. Und zwar, könntet ihr euch vorstellen, YouTube eines Tages hauptberuflich zu machen? Klar. Also, denke ich mal, es ist von fast jedem Menschen, glaube ich, der Traum, außer Leute stehen zu viel auf Sicherheit, weil YouTube ist nur ein verdammt unsicherer Job, das wissen wir alle. Aber ich glaube, jeder hat den Traum, von seinem Hobby leben zu können. Oder hätte zumindest nichts dagegen, sagen wir mal so. Ja. Würde ich auch so unterschreiben, also ganz klar. Aber es ist noch ein weiter, weiter Weg. Ja, Das soll auch nicht im Endeffekt das komplette Ziel sein. Wichtig ist,
wie gesagt, der Spaß. Ja. Also weil. Würdet ihr bei einem Fatal mitmachen? Gute Frage, habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Also ich sag mal so, ja, also ich beziehe mich jetzt einfach da mal, ich, wie gesagt, habe den lieben Phineas einmal gesehen und das war letztes Mal bei der Gamescom, wir haben kurz gequatscht, so, das heißt, ich kenne ihn eigentlich persönlich nicht, denke aber, er ist ein sehr, sehr netter Kerl, wäre aber, glaube ich, derjenige, der das in Deutschland wahrscheinlich nochmal ausrichten würde, ich wüsste jetzt nicht, ob das jemand übernommen hätte, wenn es ein Fatal Deutschland geben würde, muss man halt einfach gucken, wenn ich so aber den Beigeschmack sehe, weil wir waren ja auch bei diesem United mit dabei, wenn ich dann halt sehe, dass da halt was passiert ist, was halt nicht passieren sollte, fühle ich mich tatsächlich, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, so ein bisschen auch getroffen davon, weil ich ja auch ein Teil dieses ganzen Uniteds war, ja, nur ein kleines Puzzle davon, aber jeder Teilnehmer war ja ein Teil davon und dadurch fühle ich mich auch ein bisschen tendenziell angegriffen. Das heißt, man muss halt einfach mal gucken und müsste mit ihm wahrscheinlich auch sprechen. Aber so ist es bei uns ja auch mit den Aufnahmen. Wir machen ja auch in dem Fall nur mit Leuten wirklich was, die wir jetzt auch schon mal, ja, mit denen wir schon mal mehr als ein Wort gesprochen haben. Ja, also wo wir einschätzen können, okay, die feiern wir, da haben wir Bock drauf, die sind cool. Demzufolge muss man gucken. Ja, man muss einfach gucken, wie das dann ist. Ich würde jetzt erstmal grundsätzlich nicht zu 100% verneinen. Ja, ja, nur glaub, weil alle sagen, Fatal und bla. Ja, so, wir aber wollen ja auch nicht zu nachtragend sein. Und ich glaube, genau. Wir sind halt einfach keine Menschen, die Sachen kategorisch ablehnen, weil das ist dann immer erbärmlich, wenn man seine Meinung ändert. Und man ändert seine Meinung ja nun mal ab und an. Genau. Also wir würden jedem sozusagen erstmal die Chance geben, weil wir nur weil jetzt irgendwie eine breite Masse sagt, wegen einem Vorfall so und so. Und ich meine nicht mit der breiten Masse YouTuber, sondern ich meine halt generell diese ganze Community, die das ja sehr, sehr angeprangert hat auch, würden wir es nicht strikt verneinen, so, weil wir kennen ihn persönlich nicht, so, ja. Aber sollte, wenn er heute fragt, dann nicht, sagen wir so, ja, um okay. Dir auch eine Antwort zu geben. Ja, ja, einfach, weil es halt... Ja, letzte Frage, die ich eigentlich auch ziemlich interessant finde, da ihr ja ein Duo seid und jemand hat es ja auch schon mal angesprochen, dass das vielleicht die am meisten gestellte Frage sein könnte, wer hat eigentlich bei euch das Sagen und wie teilt ihr euch die Arbeit untereinander auf, weil ihr seid ja eigentlich ein Team und habt ja zusammen einen Kanal, wie gestaltet ihr das Ganze? Ja, nach Möglichkeit 50-50, es gibt immer Situationen, da hat der eine mal mehr zu tun, mal der andere, ich hatte zum Beispiel eine Phase, da, als ich viele Hausarbeiten schreiben musste, da hat Sven dann netterweise sich noch mehr den Arsch aufgerissen, aber wir versuchen es natürlich möglichst ausgewogen zu halten. Ja. Genau. Also einfach, ja, gute Absprachen sind halt wichtig, so, was man halt auch merkt, so, ohne die steht und fällt alles, ja. Und wenn das funktioniert, dann passt es. Was leider ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist tatsächlich so, wenn wir uns sehen, reden wir eigentlich nur noch über YouTube, was halt schade ist, weil prinzipiell ist es ja über eine Freundschaft entstanden. Nicht, dass diese Freundschaft nicht besteht, weil ich die Leute, die das jetzt gucken, die im Stream letztes Mal geschrieben haben, die sehen, haben bestimmt Beef, die streamen gar nicht mehr zusammen. Ist doch gut. Beef, Jungs, ist immer gut, habe ich gelernt. Das ist genau das Ding halt. Wir haben nicht immer Zeit zusammen, weil wir halt auch arbeitstätig sind. Und manchmal ist Claudia in der Uni, manchmal bin ich noch arbeiten, manchmal ist Claudia noch arbeiten. Ja, und deswegen Absprachen, deswegen teilen wir uns viele Sachen. Und ja. Das funktioniert aber relativ gut. So, ja. Gibt es bestimmt auch mal einen Knackpunkt, so. Aber wir haben eine gute Ebene einfach, um das dann halt einfach zu klären, anständig miteinander so und konstruktiv daran zu gehen. Ja. Ja, und bei uns ist sonst Demokratie. Keiner ist irgendwie extra CEO oder so. Nee, genau. Alles easy. Genau. Also es gibt Sachen, die, keine Ahnung, ich komme zum Beispiel so ein bisschen aus der Mediengestalter-Richtung. Ich habe am Anfang bei uns immer so ein bisschen die Thumbnails gemacht, so. Ja, Claudio macht extrem gute Teams bewerten Sachen, so. Das kann ich überhaupt nicht. Deswegen macht er auch diese Formate. Also, wie gesagt, wir teilen uns das so auf mit unseren Stärken und Schwächen und das passt ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, war das die letzte Frage, Leute. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Auf jeden Fall habt ihr gleich nochmal das letzte Wort. Ich muss sagen, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr mit am Start wart. Und ja, dann vielleicht eines Tages mal wieder hier zurück auf dem Kanal. Würde mich sehr freuen. Ich glaube, ich hatte euch ja schon mal von der ganzen Zeit eingeladen, aber irgendwie habe ich das dann irgendwie mal aus den Augen verloren. Ich glaube, das war beim ersten United oder so.
Irgendwie habe ich das Ganze mal aus den Augen verloren. Also ich Aber auf jeden Fall danke, könnte. dass ihr mit am Start wart. Okay. Ja, wie gesagt, gerne, gerne. Kann sein, also wir haben bis, glaube ich, keine Nachricht bekommen. Aber vielleicht hast du drüber nachgedacht. Das könnte Das durchaus kann sein. sein. Und dachtest du ja, nee, doch nicht. Du. Nee. Nee, also Auf es war jeden uns. Fall gehört euch das letzte Wort. Gerne. Also es war sehr angenehm, ja, muss man ganz klar sagen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst hier auf jeden Fall auch gerne Support da, Jungs. Jeder, der das Video sieht, schreibt auch gerne in die Kommentare so auch Fragen, die ihr noch so habt. Wir sind da eigentlich auch immer sehr affin Genau. und Fürs nächste Mal dann. antworten auch gerne unter das Video oder sowas. Schreibt es gerne einfach nochmal rein oder fürs nächste Mal, genau. Ansonsten vielen Dank für die Einladung und ja, Grüße gehen raus an jeden. Korrekt. Haut da rein, Leute. Bis dann, ciao. Ciao. Ada, ada.